Ja, und kurz vor Weihnachten packt man natürlich am liebsten aus. Ich habe hier vom lieben Thomas ein Pflanzenpaket bekommen. Na, geh auf, bleib auf. Hab's schon mal ausgepackt. Das war also generalstabsmäßig in schöne Luftpolsterfolie gewickelt. Und wir haben hier einiges, was ich noch nicht kenne. Also, was ich noch nicht kenne, ist die Staurogyne repens. Die habe ich noch nicht gehabt. Kennen tue ich sie natürlich. Was ich schon gehabt habe, ist das nebendran hier. Brasiliensis, nee, Liliopsis brasiliensis, so rum. Das hat nicht funktioniert bei mir im 430-Liter-Becken. Da haben die Welse was dagegen gehabt. Die haben das also ständig ausgebuddelt. Aber ich werde mal einen neuen Versuch wagen und vielleicht diesmal das etwas besser schützen und befestigen. Da lasse ich mir mal was einfallen. Ja, hier auch noch mal, das müsste auch noch mal die Repens sein. Sehr gespannt. Und besonders schick ist hier diese Reni, heißt die gute Kryptokoryne. Wird schön rot oder soll schön rot werden. Gucken wir mal, ob die mit meinen Lichtverhältnissen klarkommt. Ja, es gibt demnächst eine größere Veränderung. Ich bin ja nicht der große Unterwassergärtner und habe bemerkt, einige Pflanzen laufen super, aber andere, die wollen nicht wirklich so, wie ich will. Und ich bin nicht derjenige, der dann irgendwie das Becken an die Pflanzen anpasst, sondern bei mir müssen die Pflanzen funktionieren oder halt nicht und dann fliegen sie auch relativ zeitig dann raus. Ja, ich zeige euch mal kurz, was ich meine. Unter den wachsamen Augen von Amanda habe ich mal wieder einen Wasserwechsel gemacht. Ja, und was mir hier nicht gefällt, sind die, ja, hinten das Zyperngras setzt sich unheimlich schnell zu mit Algen und wird auch farblich nicht wirklich spannend. Ja? Und diese ganze Ecke da hinten, sorry für die Trübung, ja, beruhigt sich auch bald wieder. Diese ganze Ecke da hinten, die würde ich gerne neu gestalten. Ja, also das Zyperngras fliegt raus und da habe ich einiges vor, auch einige Anfragen laufen für verschiedene Wasserpflanzen. Also das ist so mein Weihnachtsferienprojekt, was ich so vorhabe. Ja, und bis das richtig losgeht, das neue Projekt, werde ich die erstmal zwischenlagern. Und zwar kommen die hier in diesen Dennerle Cube, wo da unten schon die Zebra-Ottos oder Zynclus cocama fleißig am Fressen sind. Ja, und da werden die da hinten die Kryptokoryne ersetzen, die einfach weggeschmolzen sind. Kamen aus dem anderen Becken hier rein und jetzt sehen wir nur noch Matsch. Natürlich kann sich das auch noch mal erholen, aber ich setze die einfach noch mit dazu und schau mal, ob sie sich gegenseitig riechen können oder nicht. Gibt ja immer verschiedene Theorien, dass mancherlei Pflanzenarten nicht gut miteinander können. Ja, aber schauen wir mal, wie es hier läuft. Ja, und er macht wieder mal dicke Backen. Er ist echt kein Gentleman. Ständig hinter den Mädels her, aber nicht im Guten. Naja, schauen wir mal. Okay, das war's für heute, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.